Hallo liebe Schalke-Fans, hier bei Football 23, der neue Fußball-Quiz-Kanal auf YouTube. Heute habe ich für euch 10 Fragen über euren Herzensverein und am Ende benoten wir, wie viel Schalke du bist. Als erstes möchte ich von euch wissen, wer war dieser Mann? Antwort B ist richtig, dieser Mann war Ernst Kuzorra. Einer der größten, ach was sage ich, wenn nicht der größte Schalker, den es jemals gab. Frage 2. Die meisten Tore für Schalke 04 schoss Klaus Fischer, Huntela, Ebbe Sand oder Olaf Thon? Antwort A ist richtig. Klaus Fischer schoss 295 Tore für den FC Schalke 04. Wie oft gewann Schalke den DFB-Pokal? Einmal, siebenmal, fünfmal oder dreimal? Die richtige Antwort ist C, fünfmal und das zuletzt 2011. Wer bestritt die meisten Spiele für den FC Schalke 04? A. Asamoah, B. Klaus Fichtel, C. Norbert Nickbur oder D. Mike Büskens? Antwort B ist richtig. Klaus Fichtel absolvierte 477 Spiele für Schalke 04. Wie war der Name dieser Spielstätte von Schalke 04? A. Glückaufkampfbahn, B. Arena, C. Schalke Stadion oder D. Packstadion? Antwort D ist richtig. Das Packstadion, was eine Kapazität von insgesamt 70.600 Plätze hatte. Wie heißt dieser Mann? A. Rütten, B. Magath, C. Stevens oder D. Reis? Antwort C ist natürlich richtig. Hüb Stevens. Wer trägt zurzeit beim FC Schalke 04 die Nummer 41? Fährmann, Matriciani, Latza oder Terodde? Antwort B ist richtig. Henning Matriciani. Wer hatte den Spitznamen das Kampfschwein? Heito, Raoul, Wilmots oder Martin Max? Die Antwort C ist richtig. Willi das Kampfschwein, Marc Wilmots. Von welchem Verein kam Rodrigo Salazar? A. Eintracht Frankfurt, B. 1. FC Köln, C. Werder Bremen oder D. Holstein Kiel? Antwort A ist richtig, Eintracht Frankfurt. Laut Transfermarkt mit einer Ablöse von 1,5 Millionen Euro. Frage 10 und zugegeben für mich mit die schwerste Frage. Was war die Lieblingszigarrenmarke von Rudi Assauer? A. Partagas, B. Cochibia, C. Monte Cristo oder D. Davidoff? Antwort D ist richtig. Davidoff Grand Cru Number 3. So, nun zum Ergebnis des Quiz. Hast du keine oder nur 3 Fragen beantworten können, würde ich sagen, bist du kein Schalke-Experte. Liegst du zwischen 4 und 6, ist dies schon in Ordnung, aber noch ausbaufähig. Aber ich würde schon sagen, du hast Schalke schon im Herzen. Wenn du aber zwischen 7 und 10 richtige Fragen beantwortet hast, würde ich sagen, du bist Schalker. Durch und durch. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne mal ein Like da.